I pull up a Rose and shit, with choppers and hottest and shit. I be Gucci down, you wearing Lacoste and shit, yeah. My club, yeah, Furka and my foot belt, yeah. Welcome, welcome guys, zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt schon fertig, es ist 13 Uhr, wir fangen gleich los zum Beach Club. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, viel Spaß mit dem Video und wir hoffen, es wird lit. Hey. Crispy drip in the middle of the night. Wie immer letztes Tag. Crispy drip in the middle, den hab ich schon lange nicht gehört. Ich komme weg in das Thema. Ich bin 22 da. Und ich sitze auf Leder. Ohne dich, alles egal. Ich hab Angst, dass du mich vergisst. Ohne mich. Oh ja, ja, ich hab dich so sehr vermisst. Jeder war Fehler, sogar der Reva. Tut mir leid, doch die Zeit, sie ist nicht Reva. Ich bin ein Traummann, ja, du liebst ein Gauner. Das ist normal, Baby, dass du kein Vertrauen hast. Dass ich Frauen hab, echt überschaubar. Manchmal Dummheit, manchmal verzaubert. Wie eine Schwester von irgendwelchen Plaudern. Sie schaut mich an, sagt, man ist dein Handy sauber. Drip, see, drip, in the middle of the night. Oh, way, way, oh, way. Das sieht nach einem Rückzieher aus. Bruder, also das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich. Also schon mal ein bisschen rein. Das war jetzt erstmal ein Schlag in die Fresse, Leute. Wir sind halt lang gefahren und es sah ehrlich richtig kacke aus. Also richtig leer und so. Wir wollten mal einen Tapetenwechsel machen, aber schwer. Das Ding ist, now ist ab jetzt halt full und wahrscheinlich auch ausgebucht, weil jetzt Ferien sind in Amerika und so. Und da kommen wir jetzt auch nicht mehr so leicht hin, glaube ich. Es ist schon 3 Uhr. Option, also die meinten zu uns, wir können dahin zur Tür vorne und dann fragen nach dem Tisch. Oder mehrere Optionen gab es. Von Marlon kam ein Call, Tretboot fahren, super. Hab ich gesagt, aber wir sind 7 Leute und ein paar sind dafür, ein paar sind dagegen. Ein paar haben keinen Bock auf Now, ein paar haben keinen Bock, Tretboot zu fahren. Dann habe ich einen Basketballplatz gesehen, Basketball spielen, auch super. Kurz was essen, dann Basketball oder Tretboot. Und abends vielleicht nochmal was essen, abends so mäßig. Morgen sind wir auf dem Boot auf jeden Fall. Dann müssen wir noch Begleitung klären und oh, wir schauen mal, ob wir jetzt in Now reingehen oder ob ihr was zu sehen bekommt oder auch nicht. Schauen wir. So, wir gehen jetzt in die Stadt was essen, ein bisschen shoppen vielleicht und abends gehen wir in den Club. Sollte gut sein, ab Mittwoch, heute ist Mittwoch, soll dort die Post abgehen. Von daher sind wir mal gespannt, lassen uns so lange den Tag ausklingen auf entspannte Reno und... Ist nicht schlecht? Ekelerregend bist du, ehrlich. Hier ist nicht schlecht, Habibi. Wir gehen jetzt irgendwo am Hafen einfach essen. Heute, also Club ist noch mal wilder als Pool Club, aber da kann man nicht so gut filmen, weil es ja dunkel ist und so. Das ist das Problem. Mal gucken, wie ich filmen kann und sowas. Also partymäßig heute im Vlog. Wird schwer, da drauf zu halten. Im Pool Club ist das immer super easy. Ja, wir sind dort, Mirage. Outfit-Checks. Boah, wie unsere Gruppe aussieht, voll cool. So eine bunte Mischung. Ja, aber langsam wiederholen sich. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Morgen sehen wir uns da drauf. Yes. So gang und gäbe. Oh. Überall coole Autos stehen. Empfehlung von Anton Donko und Co. Entweder da rein oder dort. Oder dort, so wie Mord. Oder Hort. Marissa. Ein Luftorka. So, wichtig immer, einen Platz nehmen mit Überblick über die Gäste. Aussicht. Das ist wichtig. So, wir sind jetzt bei einem Italiener, Pizzeria Picasso. Direkt am Haken. Feedback wird folgen. Weiß nicht, was ich nehme. Eine Pizza, Pasta. Mal gucken. Gambas, Chili, Knoblauchbrot. Was ist denn? Zwiebelringe. Was denn? Hat der natürlich wieder eine Cola. Danke. Jeder trinkt die Wasser. Michael, daher kommt auch das Ruhigschläger, Alter. Kann ich schon mal sagen, schmeckt sehr, sehr frisch. Schmeckt sehr lecker. Gut gewürzt, die Gambas schmecken frisch. Knoblauchbrot auch super. Ja, ne, tja. Brauchst gar nichts hinzugucken. Schau ich nicht. Ah, schau, wird schwer. Oh, da ist die Bestellung. Das ist mein Hauptgericht. Aber wenn ich mal wieder nach rechts gucke, wenn ich mal wieder zu dem Teller rübergehe. Dann will ich mal wieder das Gleiche. So, wir sind fertig. Essen war super, muss ich sagen. Spazieren noch ein bisschen. Der Mann guckt gerade nach dem Tretboot. Ja. Da sind wir wieder auf einer Mission. 20 Euro, halbe Stunde, eine Stunde, 30 Euro. Tja. Muss ich mir dann auch mal ein Dessert gönnen. Wegen das Eis, super. Was habe ich genommen?
zu gehen. Man muss schon sagen, ist schon krank, wie oberflächlich. Okay, sorry, da muss ich kurz oberflächlich sein. Sehr schöne Dame. Oberflächlich das hier ist. Aber das ist irgendwie bei allen Urlaubsorten so. Boah, das ist ein Macher. Schön auf dem Boot. Irgendwie gehört es dazu. Es ist eigentlich aber auch so ekelhaft. Wer Geld ausgibt, der hat Spaß. Erstens das, aber zweitens auch diese ganzen Escorts und sowas, die hier auch viele rumlaufen, das ist so ekelhaft. Aber, so. Aber davon haben wir auch, ich schwöre euch, davon irgendwie Abstand. Das können wir, kennt man auch, wer Dings ist und wer nicht. Und wir finden sowas selber ekelerregend. Kurzer Abholer, Escorts sind so Frauen, die, keine Ahnung, wie die hier leben. Die leben hier einfach. Ich weiß nicht, ob die nur im Sommer hier sind. Stimmt. Und laufen halt hier rum, schön mit Kleid, gemachte Kittys. Aber ich check's nicht, die Nachfrage. Popos. Die Nachfrage kann doch nicht so hoch sein für die. Oder hier gibt es so viele davon. Und im Endeffekt sind es halt Frauen, die halt, die man bezahlen muss. Wir sind gerade dort irgendwo. Dann läuft man hier so lang. Da sind überall Boote. So sieht es aus von außen. Wir halten ganz klar Abstand von denen. Aber man erkennt die auch schon äußerlich. Das ist ein bisschen mehr aufgetakelt und was weiß ich alles. Aber hier sind sehr, sehr, sehr viele unterwegs. In Dubai soll es noch 10-mal so schlimm sein damit. Aber hier ist es auf jeden Fall auch. Guck, die fallen zum Beispiel in die Falle. Die fallen in die Falle. Da sieht man einen fetten Popo. Weil hier sieht man direkt, was los ist eigentlich. Außer es ist seine Freundin. Also dann, sorry. Wir müssen kurz Ansagen für unser Boot machen. So sieht es ja aus. Der erklärt uns gerade, was für eine Yacht wir haben und bla bla. 12 Leute, ich habe hier einen Pickel. Yes! Ich lache, klemmt einfach rein. Da ist der Nerv eingeklemmt. Was mache ich jetzt? Unfit. Kann ich nicht so weiter rumlaufen? Doch, du läufst jetzt so krumm. Kann ich eine schnelle Bewegung machen, wa? Sexy Banana! Stell dich mal nochmal hin. Oh, tu dir! Leute, übrigens, das hier, das ist Mallorca-Getränk oder allgemein Urlaub. Wenn ihr das findet, Smirnoff auf Eis. Falls ihr was Entspanntes wollt, es hat so viel Prozent wie ein Bier. Das ist das. Ich will hier keinen animieren, aber die Leute, die Bescheid wissen, an die älteren Leute, ist das eine Empfehlung. Sorry. Ab im Pool mit meinem Schokoladenarsch, sorry. Du auch Weißbrot. Ja, ein Popo? Ich habe einen super, super, super Popo. Schön sonnengebleicht. Sonnengebleichtes Ding. Digga. Was? So, wir chillen jetzt kurz am Pool. Gleich kommt ein Friseur her. Ich brauche ja keinen. Später geht's dann auf die Piste. Wie der Perform. Wasserring hier ist? Ja, ich gehe darauf. Da sehe ich mich drauf. Aber muss doch herkommen. Mal schauen wir mal, ob was schafft. Moment. Ich nehme mit beiden auf. Einmal so mit Arsch drauf. Dreh dich ins Wasser. Digga, wie weit? Pass auf, aber das ist Kante, ja. Ja, jetzt, Bruder, jetzt ist nicht weit. Jetzt musst du. Ja, deshalb. Du musst es so annehmen, wie es kommt. Mann! Hä? Ja, das ist nicht verarschen, war nicht gut. gucken wir so Fußball. Und Messi wieder im Popform. Ich will gar nicht wissen, wie viele von euch meine Vlogs Tag für Tag genießen, aber mir nicht auf Instagram folgen. Arschloch. Ich warte kurz, geht drüber auf Instagram, drückt kurz Pause, rübergehen, App wechseln, Folgen drücken. Alle, die es schon gemacht haben, Ehrenmänner, Kurs, Kurs, Kurs. Bei YouTube sind wir auch auf dem Weg zu 400.000. Schon geistkrank, wie viele Abonnenten da schon dazugekommen sind jetzt in den letzten Tagen wegen den ganzen Vlogs und sowas. Ich glaube so 25.000 oder so. Dankeschön, gerne anknüpfen, weiter so machen. Lasst Liebe da für mich. Ich versuche weiterhin tagtäglich Videos zu bringen und es werden, ihr wisst es mittlerweile schon alle, viele andere Vlogs noch kommen. Deswegen lasst Liebe da, supporte mich und ja. George schneidet gerade hier draußen seine Haare. Wie ein Macher. Ist clean. Einer denkt, das Ding ist national, ne? So, und hier ist dann mein Friseursalon. Danke, Bro. Hier ist dann mein Friseursalon. Mao, nächster Kunde, bitte. So, wir warten gerade auf ein paar Gäste, bevor wir zum Club gehen. Und ja, oh, sind jetzt alle ready, obwohl ich bin gar nicht ready. Der ist der Einzige, der bei dir ist? Marilon der Weise. Da ist einfach Nigel. Auf einmal so alles voll. Und da kommt was von Bilo. Ich sehe heute aus wie ein Motherfucker. Nein, ich will das nicht. Ich komme. Bilo, du hast was anzukündigen heute. Der Mann sagt, er wird heute die Spitze übernehmen. Wenn ich rede und verspreche. Umdrehen die Kamera, umdrehen. Dann lass dich tanzen. Thank you.
das hässlich. So, Leute, gestern, ich habe nicht mehr gefilmt. Es gab, mit Gott sei Dank, leider keinen taktischen. Aber trotzdem habe ich noch eine Prüfung dort geschrieben. Nicht dort, hier. Bezüglich meines Bootsführerscheins. Mrs. Puff hat das Ganze geregelt. Also ihr versteht schon, ich versuche ein bisschen zu entscheiden. Ja. Trotzdem. Obwohl da ein Kotzi war, der nicht taktisch war. Im Club ist scheiße, irgendwie euch mitzunehmen. Beziehungsweise es ist kacke, dort zu filmen, weil man sowieso nicht sieht. Und dann muss man mit Blitz filmen und bla bla bla. Ich habe vielleicht 3 Videos oder sowas gemacht. Auf jeden Fall sind wir jetzt zu Hause, es ist 13 Uhr. Ich habe 4 Stunden geschlafen und wir gehen gleich ins Now. Ja! Darauf könnt ihr euch freuen, Leute. Der Vlog wird morgen kommen. Deswegen lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen! Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check die Karte, deine Augen. Was willst du drehen? Mit dem Regen kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.